Du brauchst mich nicht zu übersehen. So, schönen guten Tag. Wir sind heute auf dem Platz der Synagoge. Mein Name ist Niklas vom HDE-Team und wir schauen heute mal, was Impulse für die Zukunft eigentlich ist. Neben mir steht der Joshua, der hier die ganze Veranstaltung moderiert. Joshua, einmal kurz und knackig, was ist das Konzept von Impulse für die Zukunft? Also wie das schon sagt, wir wollen Impulse setzen über Veranstaltungen, die Musik integrieren und Redebeiträge und Kunst. Wo ist der Impuls für die Zukunft? Was ist so das Kernthema dann immer? Also das Kernthema gibt es so nicht, sondern uns geht es darum, dass wir Lösungsansätze anbieten wollen, die sehr breit gefächert sind, um gesellschaftliche Probleme anzugehen und eben auch einen schnellen Weg aufzuzeigen, wie man möglichst auf der Zielgeraden dahin kommt. Neben mir steht Nico Tucher von der Firma WeTell. Ihr seid Gemeinwohlökonomieunternehmen, ihr macht eine sogenannte Gemeinwohlbilanz. Wir sind ja heute vom Haus des Engagements hier. Da seid ihr nicht, zumindest habt ihr da keine Büros. Was verbindet euch denn, dass ihr jetzt heute hier seid? Ich sage erstmal ganz kurz ein, zwei Worte zu uns. Ich komme von WeTell, ein Startup aus Freiburg mit dem Motto, Mobilfunk geht auch nachhaltig. Wir wollen also ein Mobilfunkangebot schaffen, basierend auf den Werten Klimaschutz, Datenschutz, Fairness und Transparenz. Und genau dieser letzte Punkt, Fairness und Transparenz, da kommt für uns die Gemeinwohlökonomie ins Spiel, weil das ein wunderbares Mittel ist, um ein Unternehmen zu bewerten, mit anderen Unternehmen, die in Richtung Gemeinwohl arbeiten, zu vernetzen. Und so sind wir dann tatsächlich auch zum Haus des Engagements gekommen und treffen da andere Menschen, die versuchen, Wirtschaften nachhaltig und fürs Gemeinwohl umzugestalten. Was machst du heute hier? Wir versuchen natürlich so viel wie möglich diesen Wandel, den wir wollen, einen Wandel im Wirtschaftsleben auch nach außen zu tragen. Deswegen heißen wir tatsächlich auch WeTell, weil wir diesen Wandel nach außen tragen wollen und nutzen jede Möglichkeit der Öffentlichkeit gerade zu erzählen, wie wir versuchen, Wirtschaft anders zu gestalten und eine Alternative zu bieten. Und dafür wollen wir einen Impuls auch geben hier heute für Freiburg. Das war Impulse für die Zukunft im Juli an einem schönen, trockenen Samstagnachmittag. Die Inhalte waren, glaube ich, spritzig. Ich fand es richtig toll heute und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Ich freue mich drauf. Macht's gut. Ciao. Zugabe! 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 Zugabe!